So, das ist ein kleines Infovideo. Ich weiß, das Realtalk-Video, was gestern angekündigt wurde, an Kanalgeburtstag. Ich wollte einfach mal über die 5 Jahre YouTube und persönlich reden, was sich in der Zeit getan hat. Ich habe den Kanal Ende 6. Klasse am 31.05.2015 gegründet. Und in der Grundschule, weiß ich, haben das eigentlich alle gefeiert, dass ich einen YouTube-Kanal habe und so weiter. Und da war halt, ich habe mir auch dabei nichts gedacht. Dann wächst auf die Oberschule. Erst hatte ich davon halt niemand erzählt. Man kennt halt niemand. Dann beim Zocken hat man dann davon erzählt. Und dann, weiß ich, war Lenny der Erste aus meiner Oberschulklasse, der dabei war. Dann habe ich Jonas durch den YouTube-Kanal, durch Zocken, mehr als Freund kennengelernt. Wir hatten ja mal Stress. Egal warum, auf jeden Fall hatten wir mal, ich würde nicht Stress sagen, Auseinandersetzungen. Ja, und auf jeden Fall, dann habe ich ihn durch den Kanal auch besser kennengelernt. Durch die Battles haben wir uns dann angefreundet und ja, dann Oberschule ganz normal den Kanal weitergemacht. Ich weiß, in anderen Jahrgängen wurde deswegen auch über mich gelacht, aber das war ich von jedem YouTuber, dass in der Schule alle Leute über einen lachen. Das ist Standardding auf YouTube. In der Schule finden das alle lustig. Und ich weiß dann, als die Fußballvideos kamen, haben manche Leute doch, also aus niedrigeren Jahrgängen schon gesagt, oh, Respekt, dass du es doch geschafft hast. Als dann Monate kamen mit 70.000 Aufrufen. EM-Quali. Und da haben die dann nicht mehr so gelacht. Fand ich schon krass, wie sich das ändert. Ja, dann jetzt Ausbildung, glaube ich, kennen 4 oder 5 Leute meinen Kanal, weil ich ein paar Ausraster von mir gezeigt habe. Ja, das war's. Also, mein Kanal, wie hat er sich entwickelt? Ich habe ja mit Gaming angefangen. Dann kam Fußball. Also von Gaming auf Fußball. Und jetzt aktuell hin und wieder noch Livestreams. Also, das ist so mein Hauptkanal jetzt, Fußball, Videos und Livestreams. Und früher war es halt Gaming, rein Gaming. Jetzt zocke ich auch eigentlich noch Konsole auf meinem Kanal und nicht mehr PC. PC zocke ich halt kaum noch. Habe ich mich in den 5 Jahren Mensch entwickelt? Ja, sogar sehr krass. Ich bin halt von Fettsack aus der Oberschule zum noch, aus der Grundschule zum noch fetteren Fettsack in der Oberschule geworden. Und dann so in der Ausbildung zum Typen, der sportbegeistert ist und seine Ernährung umstellt. Also komplett lost. Ja, ich wollte einfach mal für Leute, die mich aktuell auf YouTube mit am meisten unterstützen und auch beziehungsweise auf YouTube viel begleiten und auch aktuell in Real Life persönlich extrem unterstützen. Das sind, ich meine nicht auch alle 4, sind der Marvin, der Joel, der Tore und Justin. Die 4 unterstützen mich aktuell extrem. Und Leute, mit denen ich früher viel gezockt habe, wie zum Beispiel Jonas. Es tut mir leid. Aber aktuell muss ich es so sagen, kann ich den Kontakt am Computer mit euch nicht, beziehungsweise mit dir und auch mit anderen Leuten, also nicht nur du, Jonas, sondern auch andere Leute, mit denen ich am Computer viel gezockt habe, nicht gutheißen, da es mir einfach dadurch schlechter geht, wenn ich mit euch am PC zocke. Das ist nicht nur teilweise das Verhalten, was mir schadet, was ihr teilweise an den Tag legt, sondern auch das Zocken an sich am Computer. Das ist jetzt hart gesagt, aber es ist leider so. Ich hoffe, das zu respektieren. Das jetzt soll jetzt auch nicht heißen, dass ich Kontakt oder so abbrechen will, aber aktuell schadet mir das Zocken mit den Leuten am Computer eher. Es gibt aktuell, glaube ich, nur 3 Personen, mit denen ich am Computer zocke. Das sind Pepe, Linus und John. Grüße gehen raus an die, falls sie das sehen. Ehrenmänner. Und sonst mit eigentlich niemandem. Da ist es, wie gesagt, einfach schade. Das Zocken aktuell an der Konsole oder halt auch mit den 3 am PC, das sehe ich als völlig anders, die mich einfach in meinen Sporttrip auch mit unterstützen. Und auch für mich da sind, also da großen Respekt an Linus, für mich da sind, wenn es mir scheiße geht. Und so weiter. Und das kann ich von gewissen Leuten, mit denen ich am PC zocke, halt nicht sagen. Und deswegen hoffe ich, Jonas, dass, also nicht, wie gesagt, nicht nur du, aber du bist halt die Person, mit der ich am meisten zu tun hatte. Am PC. Aber auch die anderen Personen, dass ihr es einfach respektiert. Dass ich aktuell nicht so den Kontakt mit euch haben möchte. Ist jetzt hart. Jonas. Trotzdem, Kuss geht raus an dich. Ist hart, aber man entwickelt sich weiter.
Wenn du möchtest, können wir auch ein Gespräch führen noch über die Sache, aber egal, man entwickelt sich halt weiter, Jonas. Und ich bin aus dem Alter raus, wo ich am PC sitze und mir denke, komm mal da 7 Stunden am Stück Minecraft. Ich habe andere Prioritäten, Sport, Fußball. Fußball ist jetzt eine extrem große Rolle in meinem Leben. Ausbildung auch ein bisschen. Fahrschule fange ich jetzt an und so weiter. Also es gibt aktuell einfach wichtigere Sachen für mich als am PC zocken. Ich zocke vielleicht jetzt noch 7 Stunden, wenn überhaupt, das wäre 1 Stunde am Tag, die ich am PC zocke. Wenn überhaupt, ist schon viel. Ich weiß es nicht. Aber einfach Kuss an die 4 Personen extrem, mit denen ich aktuell am meisten mache. Marvin, Joel, Tore, Justin. Extreme Ehrenmänner, mit denen kann ich über alles reden und so weiter. Und Kuss auch an Linus und Pepo und John, auch Ehrenmänner, mit denen kann ich auch jederzeit zocken, wenn ich mal jemand zum Zocken brauche. Also mit denen ist auch immer lustig. Übelst Ehrenmänner. Aber ja, was würde ich sagen? Kuss an die 4, die ich jetzt mehrfach genannt habe. Kuss an die 3, mit denen ich am PC zocken kann. Und an den Rest. Tut mir leid, aber ihr schadet mir menschlich aktuell einfach in meiner aktuellen Verfassung. Und deswegen möchte ich, dass ihr es respektiert und wir erstmal weniger Kontakt haben. Danke fürs Zuhören und euch jetzt einen schönen Juni. Heute ist Kindertag. Frohen Kindertag an alle.